Kampf für bessere Tierheime. Der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, Thomas Schröder, hat heute im Rahmen einer Rundreise ein Tierheim in Esslingen besucht. Dabei kritisierte er deren Zustand. Die Kommunen, die eine Pflichtaufgabe über den Verein erfüllen lassen, zahlen nicht genug dafür. Es ist hier in Esslingen ein gutes Verhältnis zur Kommune, aber auch hier gibt es die Finanzprobleme, dass der Tierheimbetrieb nicht kostendeckend durch die Kommune geleistet wird. Der Tierschutzbund fordert auch, Investitionen in neue Tierunterkünfte umzusetzen. Nur so sei ein effizienter und praktischer Tierschutz vor Ort möglich.